Hi Leute, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute zeige ich euch, wie man ganz, ganz einfach coole Outfits in den Online holen könnt. Und zwar solo, gar nicht so schwer. Klappt natürlich für die Xbox und PS4 und PS5. Und wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen. Haut hier über 100 Likes rein, abonniert den Kanal, folgt mir auf Insta und Discord. Lasst uns anfangen. Das erste, was ihr macht, vor dem Glitch anfängt, als erstes geht bitte in den Online-Modus. Das ist sehr, sehr wichtig. Danach braucht ihr ein Outfit, was keine Accessoire anhat. Das ist sehr, sehr wichtig, sonst klappt das im Großteil nicht bei euch. Deswegen macht es mal bitte alles auf Minus. Ein Doppelback würde ich jetzt auch nicht anhaben. Holt euch einfach ein hässliches Outfit im Klamottenladen. So ein Standard-Outfit oder wie ich jetzt zum Beispiel, so ein hässliches Taucher-Outfit. Pass mal auf. Hier, ja. Einfach sowas gönnen zum Beispiel. Spawnpunkt, sehr wichtig. Letzter Ort machen. Danach geht ihr zurück in den Singleplayer. Seid ihr im Singleplayer gespawnt, braucht ihr natürlich einen Vogel. Es gibt mehrere Tierarten. Deswegen einen kompletten Guide, wo man alle findet, in die Videobeschreibung verlinkt. Ich zeige euch natürlich jetzt mal kurz zwei Locations. Als erstens braucht ihr einen Cheat. Einfach kurz googeln für die PS4 und für die Xbox. Wenn nicht, verlinke ich die in die Videobeschreibung. Für die PS4 und PS5 einfach Kreis, Kreis, L1, Kreis, 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 L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck. Okay, spawnt hier nicht. Nochmal. So, hat jetzt endlich funktioniert. Hat der Cheat funktioniert bei euch? Perfekt. Und jetzt fliegt man zu der ersten Location. Und zwar ist die, hier müsste die da ungefähr sein. So, Nummer 1. Ich bin jetzt hier. Und da ist so ein Blumentopf. Einfach hingehen, fahrt das nach rechts. So, ich bin jetzt ein Vogel. Einfach wieder beenden, fahrt das nach rechts. Ich zeige euch jetzt die nächste Location. So, die nächste Location, wenn ihr keinen Vogel bekommen habt, ist hier oben. Einfach hier hingehen. Es ist ganz, ganz oben. Und hier in der rechten Seite ist auch ein Blumentopf. Seid ihr wieder gespawnt, drückt ihr natürlich das Touchpad. Direct Mode betreten. So, jetzt geht's. Geht nach oben. Wichtig ist, Nummer 3 muss immer leer sein. Das ist sau, sau wichtig. Habt ihr ein paar Sachen drin, bitte alles rausschmeißen. Was ihr machen könnt, Safe Game in den Online-Speicher tun oder auf einen USB-Stick. Somit habt ihr alles noch, was hier drin war. Geht nach oben, geht auf den Online-Charakter, wählt jetzt den Online-Charakter aus. Wie gesagt, der kommt hier nur, wenn ihr einmal online wart. Dreieck, Kreis, Tiere. Und zwar habe ich das hier dran eingesammelt und Henne. Okay, nehmt aber eins von beiden, ist egal was. Ich nehme gerne das hier. Dreieck, Kreis, Kreis. Und einfach wieder zurück Richtung Online-Modus. Seid ihr online wieder gespawnt, ist sau, sau wichtig. Ihr müsst jetzt das Zeitrennen suchen. Das Zeitrennen tut sich jede Woche sich verändern. Hier ist es gerade. Das heißt, wenn ihr das Video zum Beispiel am nächsten Freitag anschaut, kann es vielleicht sein, dass es wo hier ist oder da ist. Ja? Wurde nicht gepatcht. Wenn es gepatcht ist, schreibe es natürlich in den Titel oder in den Kommentaren. Somit wisst ihr Bescheid. So, ich fahre mal kurz hin. So, seid ihr beim Zeitrennen angekommen? Straßenfahrzeug oder ein eigenes Auto, drückt die Pfeiltaste nach rechts, Pfeiltaste nach unten und wählt Frank aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Seid ihr beim Singleplayer wieder gespawnt, drückt ihr natürlich den Touchpad, Direct Mode wieder betreten. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, muss der Vogel, was ihr ausgewählt habt, sich klonen. Wir gehen jetzt auf die Nummer 3. Oben ist unser Online-Charakter, unten ist der Vogel. Die Reihenfolge ist natürlich auch egal. Wichtig ist, bewegt den linken Analogstick nach oben oder nach unten. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, tut der Vogel sich klonen. Wenn der Vogel sich jetzt nicht klont, dann habt ihr einen Fehler gemacht, wächst mal ein Safe Game oder probiert es nochmal von vorne.
Klonte Vogelbäuche jetzt. Es ist sehr, sehr wichtig, das hier müsst jetzt 30 Minuten machen. Das kann vorkommen, euer Online-Charakter nach 24 Minuten oder sowas ist er vielleicht hier drüben. Macht das, wie ihr erwähnt habt, 30 Minuten, stellt euch eine Stoppuhr oder sowas. Wichtig ist 30 Minuten. Nach 30 Minuten ist mein Online-Charakter hier drauf. Fliegt euer Online-Charakter dadurch, ist der Glitch natürlich futsch. Deswegen einfach jetzt aufhören. Wir drücken jetzt einfach Kreis, gehen nach oben, Akteure, Strandliebhaber. Und klingt jetzt einfach mal hier AWO Viereck. Ihr könnt es auch gerne auf männlich machen, ist natürlich egal. Einfach Viereck. Wie gesagt, der Glitch klappt natürlich auch auf die Xbox, PS4, PS5, männlichen Charakter, weiblichen Charakter, ist Schnuppe. Hier ist nur eins zu beachten. Ihr müsst ein Outfit finden mit einem Weihnachtsmaske. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Sachen wie jetzt Weihnachtsklamotten sind verboten. Die dürft ihr nicht nehmen, weil sonst spawnt ihr online und habt nichts. Bitte drauf achten. Wenn euch ein Outfit gefällt, zum Beispiel das hier, zoomt mal hin. Vielleicht kann es sein, ohne den Pulli noch ein T-Shirt, ein Weihnachts-T-Shirt anhat. Dann wird es auch nicht funktionieren. Auch auf die Schuhe achten. Einfach, ihr schafft das. Ich suche mal kurz ein Outfit raus. Bis gleich. Habt ihr jetzt ein Outfit rausgesucht und es gefällt euch, dann drückt ihr jetzt einfach Dreieck. Dann drückt ihr Kreis, Kreis. Geht auf das dritte. Ich habe natürlich auch mehrere Outfits schon mal rausgesucht. Löscht jetzt den Vogel mit Dreieck. Das gleiche macht der Online-Charakter auch wieder Dreieck. Jetzt habe ich hier ungefähr 4 Outfits. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will die Masken einfrieren und somit bessere Outfits zu bekommen, dann müsst ihr so machen. Ihr climbt nach unten, tut dann auf Kreis, Akteure, Strandliebhaber und dann Viereck. Ja, ungefähr 1, 2, 3 Stück mal. Wieder raus. Das gleiche wieder. Durchqualmen. Kreis, Akteure, Strandliebhaber. 1, 2, 3, 4. Und das macht ihr so lange, bis die Weihnachtsmaske, ja, einfriert bei euch. Und somit, wie gesagt, könnt ihr richtig coole Outfits bekommen. Ich mache das noch einmal. Ganz schnell. Zack. Zack, zack, 1, 2, 3, 4. Wie gesagt, könnt ihr gerne machen. So. Ich habe jetzt zum Beispiel das hier, das hier, das hier und das hier. Ich will einfach zum Beispiel das hier haben. Wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ich will es euch einfach nur mal zeigen. Ja? Ihr könnt natürlich auch Duffelbag mitnehmen. Können wir auch mal probieren. Komm, ich würde sagen, ja, da unten ist was Rotes. Ich bin nicht sicher, ist das Weihnachten da was drin? Ja, wir probieren es einfach mal, okay? Wie gesagt, wenn ihr ein komplettes Video sehen möchtet, wie ihr Duffelbelken online bekommen könnt, klickt mal hier oben auf das i. Da erkläre ich euch 2 Methoden, wie ihr es machen könnt. Wenn nicht, am Sonntag kommt ein neues Update. So, einfach das Outfit nehmen. Seid ihr gespawnt? Bleibt jetzt hier 30 Sekunden einfach rumlaufen, auf die Uhr gucken und abwarten, bis die Zeit abläuft. Habt jetzt ungefähr 30 Sekunden gewartet. Wählt jetzt Frank aus. Es kann jetzt hier vorkommen, ihr bekommt einen Fehlercode. Wenn ja, ist alles futsch. So, wir sind wieder gespawnt. Perfekt. Und hier wartet ihr nochmal 30 Sekunden. Habt jetzt auch 30 Sekunden gewartet. Pause. Online. Geht online spielen. Sucht euch eine Lobby raus. Hier kann es auch wieder vorkommen, ihr einen Fehlercode bekommt. So, wir spawnen, aber ohne Duffelbag. Was ihr machen könnt, wie gesagt, einfach mal Touchpad. Geht auf CO, Touchpad, CO, Verwaltung. Einfach mal das Outfit hinterher wechseln. Es kann immer wieder vorkommen, wenn ihr es macht, kommen die Duffelbag nochmal raus. Wie gesagt, hier geht es aber nicht darum, wie ihr Duffelbag jetzt online holt. Das würde ich euch am Sonntag nochmal zeigen. Das Outfit ist natürlich scheiße, aber so funktioniert es, Leute. Ich haut rein. Viel Spaß, denkt dran, folgt mir sehr, sehr gerne auf Insta und Discord. Haut rein, ciao. Klickt aus, was ihr haben möchtet, zum Beispiel GTA 5, dieses Paket.
hier oben nochmal einen Geldbetrag auswählen, wenn ihr möchtet. Wichtig ist, E-Mail und Passwort in den Warenkorb schmeißen. Ne? Habt ihr es im Warenkorb geschmissen? Ne? Gutscheincode MrHDF. Dadurch bekommt ihr Rabatt. Statt 15 Euro zahlt ihr noch 12 Euro. Ja, haut rein. Bis dann und tschüss.